Vorfreude ist sehr gross. Das ist sicher das Highlight in dieser Saison. Und wir hoffen natürlich, dass wir können uns eine gute Ausgangslage schaffen für das Rückspiel. Es könnte für dich die Gunst der Stunde sein, dass du zum Einsatz kommst. Ist da eine besondere Anspannung auch dabei oder einfach umso grössere Vorfreude? Ich denke beides. Die Vorfreude ist natürlich umso grösser, wenn man damit rechnen kann, dass man zum Einsatz kommt. Wobei man natürlich sicher ein bisschen angespannt ist. Was erwartest du genau vom Spiel, vom Stadion, von der Stimmung? Ich erwarte eine riesen Ambiance, ein super Spiel und einen ausgezeichneten Gegner. Und wie schätzt du insgesamt die Chancen ein, dass ihr doch tatsächlich das Wunder schaffen könnt und euch für das Halbfinale in der Europa League qualifizieren? Ich denke, die Chance ist sicher da, wobei sie natürlich nicht so extrem hoch ist. Ich denke, wenn man gegen Tottenham spielt, gönnt man im Normalfall vielleicht 1 bis 2 Mal von 10 Mal höchstens. Und ich denke, dass wir vielleicht diese Chance gleich wahrnehmen müssen und hoffen natürlich, dass es genau das Mal, das 1 oder 2 Mal ist, wo wir gewinnen können. Jetzt sind ihr euch gewohnt, in der Favoritenrolle zu sein. Für einmal sind ihr eher in der Aussenseiterrolle. Bringt das auch eine gewisse Befreiung von einem Druck, je nachdem jetzt im Vorfeld von dieser Aufgabe, eine gewisse Leichtigkeit? Ja, sicher. Also, wir haben nichts zu verlieren. Wir können eigentlich unbeschwert aufspielen. Wobei natürlich muss man sagen, dass der Gegner extrem stark ist. Und auch wenn man sagt, man hat nichts zu verlieren, wird es natürlich dann doch schwierig und man will ja gleich weiterkommen. Also ich denke, es wird eine sehr, sehr grosse Herausforderung für uns. Auf was freust du dich am meisten? Ja, auf das ganze Spiel. Also schwierig zu sagen, auf die Spieler auch live, sich mit denen zu messen, mit den hervorragenden Spielern, die sie haben.